10 und rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, Drucksache Nummer 11213, wirkungslos und unmenschlich. Nordrhein-Westfalen darf dem Asylpaket 2 nicht zustimmen. In Verbindung damit behandeln wir den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 11215, Schutzsuchende aufnehmen, nicht abwehren. NRW lehnt das Asylpaket 2 ab. Ich weise darüber hinaus hin auf den Änderungsantrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Dieser Änderungsantrag trägt die Drucksachennummer 11321 und bezieht sich auf den Antrag 11213. Das war der Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert. Und ich weise gerne auf den Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten hin. Dieser Entschließungsantrag hat die Drucksachennummer 11324 und bezieht sich auf den Antrag der Piraten mit der Drucksachennummer 11215. Mit diesen Vorbemerkungen eröffne ich die Aussprache und der fraktionslose Abgeordnete Schwert hat zuerst das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Wir erleben derzeit eine beispiellose Welle der Entsolidarisierung. Die Europäische Union bricht geradezu auseinander. Die Schlagbäume senken sich. Man gibt das Privileg der Bewegungsfreiheit für Menschen und Güter in der EU leichtfertig auf. Was früher eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man Menschen in Not hilft, wird jetzt zur Disposition gestellt. Als hätte es die eigenen Erfahrungen mit Krieg und Vertreibung in Europa nicht gegeben, denkt man in erster Linie an sich selbst und seinen eigenen kleinen Komfort. Schreihälse führen das Wort. Auf Abendspaziergängen, vor Flüchtlingsunterkünften und Reisebüssen voll verängstigter Flüchtlinge, in den sozialen Medien, aber auch in den abendlichen Talkshows in den Flimmerkisten der Nation. Und die Politiker der Großen Koalition stimmen in diesen Chor mit ein. Man überbietet sich geradezu in Kniefällen vor den Fremdenfeinden, den Rechtspopulisten, den Nationalchauvinisten. Denn wie sonst soll man dieses sogenannte Asylpaket 2 denn werten? Man sollte eher sagen, es ist ein Asylverhinderungspaket. Es geht nämlich nur darum, wie man geflüchtete Menschen möglichst schnell wieder los wird, wie man sie von vornherein abschreckt, wie man es möglichst verhindert, dass sie überhaupt herkommen können. Die Familienzusammenführung zum Beispiel. Es geht letztlich um eine vergleichsweise kleine Gruppe Menschen, die jetzt nicht mehr in Sicherheit zusammenleben darf in unserem Land. Das ist reine Symbolpolitik. Damit kann man dann sagen, man habe die Flüchtlingszahlen gesenkt, nichts sonst. Zahlenmäßig wirklich wirksam ist das nicht. Aber es ist menschenverachtend. Es verstößt gegen den menschenrechtlichen Schutz der Familie. Es geht überhaupt nicht mehr um Integration, denn Familienzusammenführung, das wäre Integrationsförderung, nicht etwa die Trennung von Familien. All dies nimmt man billigend in Kauf, nur um den Fremdenfeinden nach dem Mund zu reden. Oder aber die neue Ausweisung, die immer neue Ausweisung von sicheren Herkunftsstaaten, die auch Teil des Asylkompromisses war, auch wenn sie jetzt noch nicht Bestandteil des Gesetzes geworden ist. Deswegen auch der Änderungsantrag von mir. Die Anerkennungsquote von Geflüchteten aus den Maghreb-Staaten mag gering sein, aber sie ist nicht null. Geflüchtete Menschen aus diesen Ländern haben genau dasselbe Recht wie alle anderen, dass ihre persönlichen Fluchtgründe geprüft werden. Homosexuelle zum Beispiel oder Transsexuelle oder Oppositionelle sind in diesen Ländern keineswegs automatisch sicher. Mit diesen weiteren Simplifizierungen der Anträge und ihrer Entscheidungsprozesse wird das Recht der einzelnen Menschen ausgehöhlt, die individuellen Fluchtgründe darzulegen. Dem sollten wir einen Riegel vorschieben. Zügige Prüfungen und Entscheidungen der Anträge, ja, mit einem humanitären Blick auf die Situation und Prüfung des Einzelfalls und keine Pauschalurteile. Und das Taschengeld der Flüchtlinge um 10 Euro abzusenken, damit die sich an den Kosten ihrer Integration beteiligen, das verkennt, dass sie nun wirklich nicht üppig ausgestattet sind. Bemühungen, sich zu integrieren, die gehören doch unterstützt, belohnt und nicht bestraft. Solche Kurse muss es einfach in ausreichender Zahl und für alle geben.
Insgesamt ist das einfach nur der Versuch, das Leistungsniveau unter das Existenzminimum weiter abzusenken, eine menschenwürdige Existenz auf diese Art und Weise also zu verhindern. Damit aber stellen Sie sich auf die Seite der Fackeln und Mistgabeln. Die Nazis und Fremdenfeinde fühlen sich dadurch doch nur ermutigt. Sieh mal, unser Protest hat Wirkung. Lass uns weiter zündeln. So aber macht man sich nur mitschuldig an zukünftiger Hetze und Brandstiftungen. Daher bitte ich Sie eindringlich, lassen Sie keine weiteren Einschränkungen des Asylrechts mehr zu. Keine Obergrenzen, keine Kontingente. Stellen Sie sich gegen diese Entsolidarisierung. Menschen aus Krieg und Not verdienen unseren Schutz ohne Grenzen. Die Schlagbäume müssen wieder hoch. Die Welt dankt es uns und unser Land wird es langfristig beleben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Und für die Piraten spricht jetzt Frau Kollegin Brandt. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Tja, zum Asylpaket 2 habe ich mich heute Vormittag ja schon ausführlich geäußert. Viele Stimmen sprechen dagegen. Kinderschutzbund, Bundesärztekammer, Ihr Menschenrechtsbeauftragter Stresser ist deswegen zurückgetreten. Viele bezeichnen das Asylpaket als menschenverachtend, einige sogar als lebensgefährlich. Es zerreißt Familien und führt Integration ad absurdum. Jetzt ist es da, und ich habe heute Morgen nicht nur vom Asylpaket gesprochen, sondern ich habe auch von einem Fehler gesprochen, den auch ich begangen habe. Und ich habe mich gesagt, dieser Fehler tut mir im Nachhinein leid. Und wenn man einen Fehler erkennt, dann kann man einen Fehler auch revidieren. Man kann jetzt nicht sagen, das Ding ist durch den Bundesrat, der Appel ist geschält, weil die sicheren Herkunftsländer sind zum Beispiel noch nicht durch den Bundesrat. Und ich würde Sie bitten, dass Sie nach diesem Zustimmen durch Schweigen im Bundesrat, durch dieses Nichtagieren, dass Sie vielleicht erkennen, dass das ein Fehler war. Denn ich habe mit vielen Einzelnen von Ihnen aus SPD und Grünen-Fraktionen im Vorfeld gesprochen, aber auch jetzt in den letzten Tagen, die gesagt haben, wir möchten dieses Asylpaket nicht. Wir sind eigentlich dagegen. Und Sie haben Möglichkeiten zu handeln. Sie können eine Bundesratsinitiative starten. Sie können, was eigentlich Recht und Gesetz ist, dem Bundesverfassungsgericht folgen und sagen, wir würfeln hier keine sicheren Herkunftsländer aus, sondern wir überprüfen das nach den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und das sind die Dinge, die in unserem jetzt vorliegenden Entschließungsvertrag stehen. Und daher bitte ich Sie, unserem Entschließungsantrag zuzustimmen. Zum Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert muss ich leider sagen, der geht in die richtige Richtung. Der hat aber einen fachlich-sachlichen Fehler, sowohl im Antrag als auch im Änderungsantrag, denn er fordert, auf allen politischen Ebenen gegen die Verschärfung des Asylpakets 2 sich einzusetzen. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern Sinn würde machen, sich gegen die Verschärfung des Asylrechts einzusetzen. Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfkes. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Abend schließt sich irgendwo der Kreis thematisch. Wir haben heute Morgen mit dem Thema Integration bei Flüchtlingen begonnen und wir diskutieren jetzt über einen Teil der Flüchtlingspolitik, der sicherlich nicht einfach ist. Ich könnte es mir ganz einfach machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, könnte ganz formal argumentieren und könnte sagen, die Sache ist erledigt auf allen parlamentarischen Ebenen. Und die Versuche über Änderungsanträge oder gar Entschließungsanträge, ich will da jetzt nicht zu förmlich werden, die Aktualität wiederherzustellen und den eigentlich überflüssig gewordenen Antrag damit zu retten, ist nicht ganz gekonnt. Ich will mich aber an der eigentlichen Diskussion der wichtigen Fragen an der Stelle sicher nicht vorbeidrücken, aber alleine die Tatsache, dass der Bundestag entschieden hat, es sich um nicht zustimmungspflichtige Gesetze handelt, die im Bundesrat dann auch schon behandelt worden
sind, macht im Prinzip klar, dass wir hier keine Grundlage haben, förmlich uns mit den Dingen noch mal zu beschäftigen. Deshalb werden wir ablehnen. Aber nicht nur deshalb, weil, ich will das Ihnen an der Stelle sagen, es auch für uns ein hohes Gut ist, Verfahren, soweit es möglich ist, zu beschleunigen. Und ich denke, da muss man auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt sowohl für den Herrn Schwert als auch für die Frau Brandt, doch differenzierter rangehen, als zu sagen, Kontingente, Obergrenzen, alles irgendwo einzeugt. Ich finde, das ist falsch. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lehnen ganz eindeutig Obergrenzen ab. Wir lehnen ganz eindeutig die Schließung von innereuropäischen Grenzen ab und unterscheiden uns insoweit in ganz erheblichem Umfang von denjenigen, die versuchen, durch billige populistische Lösungen hier den Menschen Optionen vorzutäuschen, die es tatsächlich gar nicht gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus will ich auch sagen, dass wir, und da schließe ich eine andere Debatte, die wir eben geführt haben, durchaus die Klassifizierung als sichere Herkunftsländer nicht für ein Allheilmittel halten und gerade in Bezug auf die Bereiche, über die wir jetzt im engeren Sinne sprechen, die Maghreb-Region, für wenig zielführend halten, die eigentliche Beschleunigung der Verfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute in dem Haus mehrfach gesagt. Die eigentliche Beschleunigung der Verfahren ist durch einen verstärkten Personaleinsatz, durch eine ordentliche personelle Ausstattung und durch eine inhaltliche Beschäftigung mit jedem einzelnen Antrag zu gewährleisten. Denn unabhängig von dieser Klassifizierung gehört zum Grundrecht nach Artikel 16a natürlich auch eine ordentliche Rechtsweggarantie. Und auch das ist für uns nicht verhandelbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus finde ich, man muss, wenn man über diese Dinge redet, den Aspekt der Integration, und deshalb bin ich froh darüber, dass anlässlich der Debatte im Bundesrat zum Beispiel die Ministerpräsidenten, und zwar, ich sag mal, parteiübergreifend, gesagt haben, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen uns der Herausforderung der Integration stellen, und wenn die Bundesländer dann über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg gemeinschaftlich da an den Bund was adressieren, finde ich, war das die richtige Gelegenheit. Denn all das, was wir hier veranstalten, hat nur dann Zweck, wenn wir vernünftig diejenigen mit einer Bleiberechtsperspektive bei uns integrieren. Und das geht nun mal nur mit einer verstärkten finanziellen Aufwendung. Und das können Kommunen und Länder nicht alleine schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich zum Abschluss dann auch an der Stelle sagen, ja, ich habe persönlich mit dem Asylpaket 2, das sage ich jetzt als Hans-Willy Körfges, stellvertretender Fraktionsvorsitzender dieser SPD-Landtagsfraktion, ich habe mit dem Asylpaket 2 an einer Stelle so erhebliche Probleme, dass ich denjenigen Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion der SPD sehr dankbar bin, dass die das ausgedrückt haben und sich an der Stelle auch nicht angeschlossen haben, nämlich bei der Frage des Familiennachzugs bei Minderjährigen. Ich glaube, alleine die Tatsache, dass wir nur von wenigen Menschen an der Stelle in dieser speziellen Schutzsituation geredet haben, zeigt, dass es überflüssig gewesen wäre, zu so einer Regelung zu kommen. Und insoweit, das verhehle ich hier nicht, hätte ich anstelle der Kolleginnen und Kollegen in Berlin mich womöglich auch bei denjenigen gefunden, die abgelehnt hätten. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist hier müßig, darüber zu diskutieren. Ich komme zum Fazit. Wir wollen schnelle Verfahren. Wir wollen, dass die Menschen Klarheit kriegen. Wir wollen, dass die Kommunen entlastet werden. Wir wollen an der Stelle auch eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung. Nur, wir wollen eines nicht machen. Wir wollen hier an dieser Stelle in unserem Landtag keine Diskussionen führen, die auf anderer Ebene abgeschlossen sind. Deshalb werden wir beide Anträge ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Kuper. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Deutschland im letzten Jahr rund 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, 220.000 in etwa in NRW. Das ist eine ganz außergewöhnliche Herausforderung gewesen, die nur dank gemeinschaftlicher Arbeit und gemeinschaftlichen Engagierens vom Bund, Land, Kommunen, Ehrenamtlern und Hilfsorganisationen geleistet wurde. Aber, das muss man deutlich sagen, es hat alle an die Grenzen des Leistbaren gebracht. Und damit kein Missverständnis entsteht, wenn wir hinterher die Anträge allesamt ablehnen: Wir wollen weiterhin für Menschen in Not und mit entsprechender Bleibeperspektive, die also entweder
als Asylberechtigte den individuellen Asylrechtsgrundschutz haben nach 16a Grundgesetz oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach der EU-Asylanerkennungsrichtlinie oder aber nach 3 Asylgesetz, die also rechtlich dem Asylberechtigten gleichgestellt werden und den Schutz als Flüchtling genießen, oder aber auch den subsidiär Schutzberechtigten nach § 4 Asylgesetz. Wir wollen denen auch nach wie vor eine Aufnahme und Hilfsbereitschaft in unserem Land erhalten. Und das setzt konsequenterweise voraus, dass diejenigen, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, hier auch keinerlei Chance auf eine Bleibeperspektive haben, dass die eben auch zügig abgelehnt und zügig wieder in ihre Heimat- und Herkunftsländer zurückgeführt werden. Denn, das muss man auch sagen, monatelange oder jahrelange Verfahren helfen diesen Betroffenen nicht wirklich. Die Rückkehr wird mit jedem Tag schwieriger und menschlich bedenklicher. Und daher brauchen wir die Verfahrensbeschleunigungen und auch die Abschaffung von Vollzugsdefiziten, wie sie beispielsweise im Asylpaket 2 enthalten sind. Meine Damen und Herren, wir könnten noch viel zu diesem Antrag sagen. Allerdings, er hat sich inhaltlich ja komplett erledigt. Und von daher will ich darauf verzichten und will hier an dieser Stelle Schluss machen und Ihnen allen einen schönen Abend wünschen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Cooper. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat hat Kollege Körfges recht. Das Gesetzgebungsverfahren ist nun abgeschlossen, das ist das eine. Und im Bundesrat kann das Bundesland NRW gar nicht mit Nein stimmen, weil das ist im Bundesrat gar nicht abgestimmt worden. Es war ein Einspruchsgesetz, es wird am Ende nur noch gefragt, ob Einsprüche für einen Vermittlungsausschuss bestehen. Also insofern hat das eigentlich keine Grundlage mehr, hier beraten zu werden. Trotzdem möchte ich aber auch noch mal für meine Fraktion sehr deutlich sagen, wir haben das als Bundestagsfraktion in Berlin sehr klar und deutlich auch abgelehnt, das Asylpaket 2. Und ich will das auch noch mal hier kurz darstellen, warum. Ich glaube, dass die Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte integrationspolitisch kontraproduktiv ist und auch menschenrechtlich nicht zu akzeptieren. Das lehnen wir nach wie vor auch ab. Und wir finden es schade, dass die Kollegen von der Sozialdemokratie hier nicht mehr in den Verhandlungen rausholen konnten. Ein Ausschluss vom Asylverfahren sieht dieses Gesetz auch vor, wenn dem Asylsuchenden unterstellt werden kann, er würde sein Asylverfahren nicht betreiben. Und das wird schon dann angenommen, wenn der Asylsuchende gegen die Residenzpflicht verstoßen hat. Wir halten diese geplante Regelung auch einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, denn hier haben wir einen Verstoß Residenzpflicht mit einem Grundrechtseinschränkung auf der anderen Seite, also hier keinesfalls auch von uns unterstützt oder gar gebilligt. Nächster Punkt, die Erleichterung der Abschiebung kranker Menschen. Das wird oft in der Berichterstattung so geschlabbert, finde ich einen besonders schäbigen Punkt. Denn hier wird ein neuer Tatbestand eingeführt, nämlich die schwerwiegende Erkrankung, die nicht mehr automatisch zu einem Schutz führt. Und da wird auch mal ganz schnell die posttraumatischen Belastungsstörungen auch nicht mehr drunter gefasst. Also auch hier müssen wir doch genau hingucken, dass hier immer noch der Einzelfall zählt. Und im Einzelfall kann eben auch aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung unter humanitären Bedingungen hier tatsächlich auch ein Abschiebeschutz notwendig sein. Das wird hier erschwert, halte ich menschenrechtlich für katastrophal. Hier wird tatsächlich das Leben und die Gesundheit von Menschen potenziell gefährdet. Die pauschale Leistungskürzung für alle Asylsuchenden von bis zu 10 Euro. Ja, bitte schön, was soll das denn? Wir wollen doch, dass die Menschen in die Integrationskurse gehen. Ihnen jetzt pauschal was abzuziehen für einen Integrationskurs, der überhaupt noch gar nicht flächendeckend da ist und den Sie nicht alle besuchen können, finde ich an dieser Stelle nicht unbedingt einen Anreiz, hier auch für die Menschen in die Integrationskurse zu gehen. Erstmal sollte man, bevor man über Sanktionen nachdenkt oder über Gebühren, dass überhaupt ein Angebot da ist. So, von daher auch hier ein
Ja, ein von uns auf jeden Fall nicht mitgetragen. Na Punkt. Was nicht drin steht, das ist das fast noch viel Schlimmere. Was nicht drin steht, ist die gesamte Umsetzung der EU-Asylverfahrens- und EU-Aufnahmerichtlinie. Das wird komplett geschoben, geschoben, geschoben. Die Umsetzungsfristen sind im Juli 2015 abgelaufen. Die Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das wären mal Sachen, was die Rechtsposition für besonders Schutzbedürftige stärkt. Das wird einfach ignoriert, dass hier auch pflichtige, EU-rechtlich pflichtige Schutzstandards einfach nicht reinkommen. Was auch nicht reingekommen ist, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept für Integration. Hier gibt es die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wir mühsam wieder von den Ländern hier Unterstützung für die Integration, wir haben es heute Morgen diskutiert, erreicht werden muss. Und was nicht drinsteht, und das ist ein kleiner Punkt, aber wo ich denke, mein Gott, warum geht nicht so viel Vernunft? Das ist diese sogenannte 3-plus-2-Regelung. Wird von der Wirtschaft, von der Handwerk, von allen wird das gefordert. Wird mir in jeder Veranstaltung vor Ort gesagt, warum geht das nicht? Das sind Lehrlinge, die hier ihre Lehre machen, die erfolgreich abschließen und die danach dann ihren Aufenthaltsstatus verlieren und abgeschoben werden unter Umständen. Und alle Unternehmen sagen, wenn ich dem jungen Mann hier eine Lehrstelle gebe und die erfolgreich auch den übernehmen will, dann lasst mir den wenigstens noch ein paar Jahre hier, damit sich auch meine Investition lohnt. Noch nicht mal das, das ist, glaube ich, in der GroKo grundsätzlich schon vereinbart, noch nicht mal das haben Sie geschafft, in diesen Gesetzentwurf zu schreiben. Insofern finde ich, das Ganze in der Bilanz hilft uns nicht wirklich weiter bei den bestehenden Problemen, schadet dafür viel. Und deswegen haben wir das auch im Bundestag abgelehnt. Im Bundesrat war es nicht zustimmungspflichtig. Deswegen, es gehört hier heute nicht hin, so etwas im Nachgang noch mal zu diskutieren. Trotzdem finde ich es richtig, hier noch mal deutlich zu machen und darauf hinzuweisen, was da gerade im Bund an Politik, die auch von uns Grünen nicht unterstützt wird, gerade beschlossen wird. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die FDP spricht Herr Kollege Dr. Stappel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich mache das an der Stelle kurz. Entschuldigung, Frau Präsidentin, Verzeihung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich mache es an dieser Stelle kurz. Der eigentliche Gegenstand dieser Debatte ist erledigt. Wir hätten zu dem Asylpaket 2, wenn wir es geschrieben hätten, manches anders gemacht. Ich gebe der Kollegin Düker recht, dass beim Familiennachzug sind wir nicht zufrieden. Aber insgesamt, sage ich auch, ist es ein fatales Zeichen gewesen. Und da geht jetzt mal der schwarze Peter nach Berlin, dass man Monate gebraucht hat. Dass man Monate gebraucht hat, bis man sich auf dieses Paket verständigt hat, dass es dann nochmal aufgeschnürt worden ist, nochmal vertagt hat. Das hat auch zu sehr, sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung geführt, die den Eindruck hatten, dass die politisch Verantwortlichen nicht handlungsfähig sind. Und bei einer solchen großen Herausforderung hätte ich mir gewünscht, dass man sich gegebenenfalls auf einen etwas kleineren Teil verständigt hätte, den dann aber viel, viel zügiger umgesetzt hätte. Das an dieser Stelle dazu. Ansonsten ist das Asylpaket 2, wie gesagt, erledigt und wir brauchen das jetzt hier nicht künstlich zu verlängern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und für die Landesregierung spricht noch einmal Herr Minister Jäger. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir meiner besonderen Verantwortung zwischen dem vorletzten Reden und Ende des Plenartages durchaus bewusst, will aber trotzdem drei kurze Gedanken in dieser Debatte noch vortragen dürfen, auch wenn wir alle davon überzeugt sind, dass dieser Antrag in der Tat substanziell erledigt ist. Drei Dinge möchte ich ansprechen. Erstens, wir haben in Deutschland ein Asylverfahren, das drei staatliche Ebenen umfasst. Länder und Kommunen müssen die Menschen aufnehmen, registrieren, ein Dach über dem Kopf organisieren, essen, trinken, medizinische Versorgung, Kindergartenplätze zur Verfügung stellen, Schulplätze, die Integration leisten. Der Bund hat eine Aufgabe, das ist, Asylanträge zu bearbeiten. Die Schwäche des deutschen Asylverfahrens liegt darin, dass die Bundesverwaltung zurzeit nicht in der Lage ist, das im erforderlichen Umfang zu leisten. Und deshalb sind solche Debatten wie beim vorletzten Tagesordnungspunkt, nämlich Westbalkanverfahren auf andere Länder zu übertragen, wirklich nicht hilfreich. Das Zweite,
Wir haben in dem letzten Tagesordnungspunkt die Debatte gehabt um eine Erhöhung der Hebesätze für Steuern, kommunale Steuern wie Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Ich glaube, es wäre ein fatales Signal in die Gesellschaft hinein, wenn die Kommunen, die im Wesentlichen die finanziellen Lasten von Flüchtlingsunterkünften zu tragen haben, dies durch Steuererhöhung ausgleichen müssten. Und das in einer Situation, wo die eine staatliche Ebene in der Tat zurzeit Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet. Diese staatliche Ebene, das ist der Bund, hat am 13.03., wie ich finde, historisch und wahrscheinlich auch humanitär die richtige Entscheidung getroffen, nämlich Dublin III auszusetzen vor dem Hintergrund der vielen syrischen Flüchtlinge auf der Balkanroute. Aber um es in ein Bild zu fassen, er hat Gäste eingeladen, lässt aber andere, die die Menschen beherbergen, und das zu finanzieren. Und das sollte zum Schluss des Tages, glaube ich, wo Flüchtlingspolitik ein großer Schwerpunkt in dieser Plenardebatte oder Plenartag war, einen. Es kann nicht so weitergehen, dass Kommunen und Länder sich mit ihren Haushalten bei dieser historischen Aufgabe zur Decke strecken und jemand in Berlin zugleich Haushaltsüberschüsse macht. Das geht nicht. Das müssen wir gemeinsam angehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich dann die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 11 und wir kommen zur Abstimmung. Wir haben insgesamt 4 Abstimmungen durchzuführen. Erstens stimmen wir ab über den Änderungsantrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, Drucksachennummer 11321. Wer möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Schwert und ein Mitglied der Piratenfraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP. Dankeschön. Wer enthält sich? Weitere Mitglieder der Piratenfraktion enthalten sich. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Änderungsantrag mit der Drucksache 11321 abgelehnt. Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, Drucksachennummer 11213. Der fraktionslose Abgeordnete Schwert hat direkte Abstimmung beantragt, die wir jetzt durchführen. Und stimmen jetzt ab über den Inhalt des Antrages. Wer diesem Inhalt zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP, vielen Dank. Und enthält sich dann folglich die Piratenfraktion. Vielen Dank. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis auch der Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert abgelehnt. Wir kommen drittens zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11215. Auch hier haben die Piraten direkte Abstimmung beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrages zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und die FDP. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist dann mit diesem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt. Und wir kommen viertens zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten. Dieser trägt die Drucksachennummer 11324. Wer möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? Das sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und die FDP. Dankeschön. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten ebenfalls abgelehnt. Und wir sind am Ende von Tagesordnungspunkt 11 und zugleich